Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und grüße euch zu einem neuen Video. Ich habe es ja seit Vorjahr hier liegen und bin nicht dazu gekommen. Jetzt machen wir einfach mal das Video. So, und zwar ist es das Redmi at SE. Und ihr jetzt wieder kommt, für die Leute, die Videos davor nicht gesehen haben, warum willst du denn ein Tablet haben? Warum gibst du denn dafür Geld aus? Und hast nicht gesehen? Ich habe dafür keinen Cent bezahlt. Ich habe dafür nicht einen Cent bezahlt. So, machen wir kurz runter hier noch. So, ich habe meinen Vertrag verlängert. Ich habe mir bei Vodafone meinen Handyvertrag verlängert und habe mir das Xiaomi 13 T Pro geholt. Vorher hatte ich das 11 T Pro, jetzt habe ich das 13 T Pro. Hab bezahlt dafür 1 Euro. Und in der Zeit, wo diese Aktion, also wo war eine Aktion, wo ich mein Handy bei Vodafone gekauft habe, da auf der stand bei Vodafone auch drinne mit einer Verlinkung und bei Xiaomi auf der Hauptseite weiß ich gar nicht genau, ob es so drauf stand. Hat auch Dolby das Tablet. Dass, wenn man ein... Da kam das 13T und 13T Pro frisch raus. Müsste im September oder Oktober gewesen sein. Dass, wenn man in einem bestimmten Zeitraum eins davon gekauft hat, erworben hat... ich habe auch erst gedacht, oh, mit Vertragsverlängerung zählt da bestimmt nicht, wenn es nur 1 Euro gekostet hat. Nein, doch, hat auch gezählt. Selbst mit Vertragsverlängerung konnte ich auch angeben, also war ein richtig langes Formular, was ich ausfüllen musste, wann ich es gekauft habe, wo ich es gekauft habe, also habe ich ja gesagt, muss man dann sagen, konnte man sagen Vertragsverlängerung, dann bei welchen Anbieter, Vodafone und wie viel ich bezahlt habe und die E-Mail-Nummer und die Service-Nummer und die weiß ich was Nummer, steht alles auf dem Huawei-Karton drauf, ja, also nicht auf dem jetzt, ach nicht Huawei, Xiaomi-Karton drauf, ich meine jetzt vom 13T Pro. Und die Daten alle anheben und dann hat es ewig gedauert. Dann bin ich von Platz 8000 noch was oder 9000 noch was ziemlich schnell runter auf 1050 oder 1500. Das ging innerhalb von 2 Tagen oder 3. Und dann halt von 1500 auf 1998. Dann bin ich wieder hoch auf 1100. Das hat halt ewig gedauert und ist gefühlt auch nicht weiter runtergegangen. Also, letzte Mal, wo ich hochgeguckt hatte, war es dann bei Platz 500, zerquetschte oder so. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf genau. Und ich hatte auch schon abgeschrieben, ehrlich gesagt, dass ich es nicht kriege. Und dann kamen sie und haben gesagt: Naja, doch, kriegst du. Kam da so eine Mail und dann gleich mit Sendungsnummer und hast nicht gesehen. So, warte mal, ich muss mal gucken, steht hier irgendwas wichtig drauf? Ja. PLA, Mi.com, da steht eigentlich nichts weiter drauf. Können wir aber schon mal die Aufkleber durchmachen. Ihr seht, ich habe es wirklich noch nicht auf. Ihr habt die Aufkleber sind noch alle dicht. Und für den Preis, also 0 Euro, habe ich gedacht, dann nimmst du das mit, dann machst du auf jeden Fall mit. So, gucken wir mal, was hier alles drin ist. So, hier haben wir dann den Ladekabel, also Strom und Ladekabel. Die Aufmachung finde ich auch sehr gut, dass du das hier so aufmachen kannst und wieder zumachen kannst. Anleitung. Hier ist dann halt noch die Nadel mit drin, die wir nicht brauchen. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Ja, das ist auch fest. Also das war doch schon. So, dann haben wir hier ein 11 Zoll soll das sein. Full HD, EyeCare Display,
90 Hertz, 8000 mAh Akku, Quad Speakers im 6-Nanometer Bereich wurde der Prozessor gemacht. Snapdragon, Dielish Metall, okay. Ich habe Angst, hier was kaputt zu machen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang ruppen soll. Ach, hier, oh, hier machst du auf, okay. Oh, das sieht aber, oh, das sieht schick aus. Das sieht sehr, sehr schick aus. Oh, ich habe gerade die Rückseite gesehen. Und dicke, fette Kamera. 8 Megapixel. Dafür Kamera habe ich es nicht geholt. Hier oben haben wir den laut leise. Hier ist der Schacht für die SIM-Karte. Ja, SIM-Karte. Laut leise. Und hier haben wir dann noch Kopfhöreranschluss, USB-C, Lautsprecher natürlich hier und da. Haben wir auf der anderen Seite genauso. Und hier oben ist der An- und Ausknopf. Das werden wir jetzt mal machen. So hin machen, aber es hält sich wirklich gut in der Hand, aber ich muss mir dafür dann noch eine Hülle irgendwann holen. Es ist sehr dünn, sehr, sehr dünn. Ja. MIUI Pad 14, also MIUI 14 ist drauf. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch das Update für dieses neue Dings bekommt. Deutsch. Deutschland. Ich akzeptiere. WLAN. Hat aber nur 2,4, kein 5 GHz. Meine Tastatur ist so schweinchenrosa, so ein bisschen. Muss ja nicht sein, das müssen wir dann neu ändern. Na. Dein Tablet wird vorbereitet. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann bereite mal vor. Ja, machen wir mal noch ein Stück weiter hier. Das ist halt doof. Hier ist wirklich der Abgrund. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mir abschmiert. Dies kann einige Minuten dauern. Das ist aber nett, dass sie uns das Bescheid sagen, dass es einige Minuten dauern kann. Verbindung nicht möglich. Versuche es erneut. Weiß jetzt gar nicht, was er meint jetzt. Wegen Updates auf den Server gucken oder haben wir ja schon eingerichtet eigentlich? WLAN kann es ja nie sein. Apps und Daten kopieren. Uff, nö, nö, nö. Ich möchte nicht alles auf dem Tablet haben, was ich. Na doch, die Smart Apps. Ja, nö, die kann man sich auch wieder neu raussuchen. Anmeldung bei Google. Ihr könnt das mal sehen, so sieht das, das, Mann. So sieht Tastatur aus. Schweinchenrosa, ekelhaft. Wo ist denn das Zahnrad?
Querz ist schon mal richtig. Das müssen wir definitiv ändern, da kriegst du ja Krebs bei. Also Augenkrebs. Was hatte ich denn da für ein Passwort? Ich glaube, ich habe es ja vor 3 Tagen erst wieder geändert. Müsste rein theoretisch das sein. Das ist es auch. Jetzt muss ich mit meinem Handy bestätigen. Ja. Ich stimme zu. Alles haben. Suchmaschine Google. Bildschirmsperre festlegen. Überspringen brauchen wir jetzt nicht, das nur zu Hause. Einrichtung fortsetzen. Weiter. Hey Google. Dann springen ja auch wieder Bilder an, wenn ich. Auto funktioniert es manchmal, dass wenn ich Hey Google sage, dass das Auto gleich angeht und nicht das Handy. Das Handy sagt, hey, wenn ich so nah bei dem anderen Dings bin, ich rede bin, was mit Google und mit dem gleichen Account ist, dann gehe ich nicht an. Da funktioniert es mal, aber ich hoffe, dass es hier dann vielleicht auch. Das wäre auch mal ein Punkt, was sie mal wirklich reinmachen könnten. Sonst noch was? Weitere E-Mail-Konten, Textnachrichten, weitere Apps. Nö, danke. Das mache ich alles später. Aber ich habe auf meinem Handy am 8.1. ein Update gekriegt vom MIUI. Und da stand, glaube ich, doch, 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 das stand, doch, doch, definitiv. Da stand im Kleingedruckten, dass es. Da drinnen. Ach, nicht, dass es falsch ist. Wo bin ich bloß? MIUI 14. Ich hatte vorher auch schon 14 drauf. Also war 14 Punkt noch was. Das war Sicherheitsupdate. Dezember 23. Also vom Bildschirm her gefällt es mir. Sieht schön hell aus. So, wir können das auch noch heller machen. Oha. Oha, das ist ja richtig hell.
Ach, wir haben so eine Aktualisierung. Ja, würde ich sagen, dann lassen wir den mal updaten. Ich muss auch gleich den Akku wechseln. Und dann gucken wir uns das nachher nochmal an. So, jetzt sollte er fertig sein mit Update. Ich habe jetzt natürlich auch nicht geladen. Ach, falsche Taste gedrückt. So. Xiaomi Cloud. Das mache ich später alles. So. Neu starten. Also er hat noch nicht neu gestartet. Wir haben jetzt MIUI 14.05 drauf. Achso, hier können wir dann auch ranklicken. Ja, Dezember 2023, also Sicherheitspatch 2023. Aber wir können ja, bevor wir jetzt hier updaten, achso, können wir ja mal auf Einstellungen gehen und uns mal angucken, was der Tablet so hat. Uiuiuiui, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben internen Speicher vom Tablet 128 GB. Natürlich gehen dann halt auch 26 GB jetzt schon verloren für 11,9 für Systemdateien und 10,9 für System. Also rund gerechnet, also wie gesagt, da 26,7 GB gehen für das System drauf und wir haben noch 101,3 GB zur Verfügung. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir haben weniger. So, dann gucken wir mal. So, wir haben Android-Version 13 drauf. Momentan ist MIUI-Version 14.01. Die wollen wir ja updaten. Android. So. Mit der Uhr. Dann müssen wir, glaube ich, 12 einstellen. Ne, warte mal. 13 ist das. So. Zeigt aber nur auf die Hälfte, warum auch immer. Haben wir denn über das Tablet? Über das Tablet. Detaillierte Info. So, und wir haben hier 4 GB RAM drin, plus 2 GB. Das seht ihr bestimmt ziemlich schlecht, das steht hier oben. Also 4 GB RAM so und 2 nimmt da vom Speicher. 6 GB, ja, für ein Tablet. Also für ein bisschen Surfen und so, das reicht dicker aus. CPU haben wir einen Snapdragon 680 Mobilplattform, Octa-Core Max 2,4 GHz. Android Sicherheitsupdate ist 1.6.2023 oder 6.1.23. So, Kernel-Version. Ja, und da kommen wir dann halt hier zum Testen rein. Aber wir wollen jetzt hier nicht alle durchtesten, das ist Quatsch, ich will euch nur zeigen. Geh mal weg.
Und wenn wir so, zack. Nochmal zur Wi-Fi-Information bei internen Speichern. Müsst ihr auf internen Speichern ein paar Mal draufdrücken. Dann kommt ihr zur Wi-Fi-Information. Dann könnt ihr den ein paar Sachen auslesen. Nur für die, die es interessiert hat. Status. Ich weiß nicht mehr wo, aber unter irgendeinem Ding war noch was versteckt. Wenn es so wie beim Handy ist. Nee, ist es nicht. Anzeige, Helligkeit, automatische Helligkeit will ich nicht. Ohohoho. Also das ist krass, wie hell das geht, muss ich mal so sagen. Farbschema. Lebhaft. Bildschirm drehen automatisch. Wenn Gerät VR-Modus. Dunkler Modus. Ein. Benutzer definiert. Einschalten, um 4 Uhr ausschalten, 3 Uhr. So. Da benutze ich es in der Zeit eigentlich nicht. Ja, weil hier geht halt jetzt nicht, kann nur sagen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ah ne, Uhrzeit ist da drüber gewesen. Hab's übersehen. Ach, das ist doch viel angenehmer. Da kriegst du doch nicht gleich Augenkrebs. So ist es schön. S, L. Also ich würde sagen, noch reicht es aus. Funktioniert schön flüssig. So, hier sind wir die Google Apps. Dann kann ich mir dann auch auf dem Tablet wieder, das geht leider bei meinem Android, ach, bei mein Amazon Tablet nicht. Wie heißt das von Google? Authentifizierungsprogramm oder so. Ja, das ist dann halt hier bei Google drin, ist sowieso ein Stern so ein bisschen, also nicht wie Ditte, sondern in den Google-Farben. Und dann gehst du da halt drauf und dann hast du so deine Webseiten oder Geräte, die so eine Zertifizierung, wo du das eingestellt hast. Zum Beispiel PlayStation 5. Dann gehst du dann halt drauf. Und du gibst du bei der PlayStation 5, wenn du dich da anmeldest, oder PlayStation allgemein, gibst die E-Mail-Adresse, Passwort an und dann sagt er, du willst einen Code haben, also eine Nummer, die kriegst du halt nicht per SMS oder sonst irgendwas dergleichen. Oder per E-Mail, kannst du ja auch machen. Die hast du denn, findest du denn hier drin. Gehst dann halt drauf und dann steht dann PlayStation und dann halt ein sechsstelliger Code, den gibst du ein und dann funktioniert das. UKW-Radio. Netflix Assistent ist mit installiert. Mi Store. Mich wundert es ein bisschen, dass das Mi Video. Also mit der Leiste unten finde ich ganz schön.
Mich wundert es nur ein bisschen, dass hier nicht alle Mi-Apps drauf sind. Also hier ist sehr wenig, so wie ich es jetzt sehe, drauf. Mir fehlt nämlich das Design, dass man das Design anpassen kann. Ja, das geht auch. So. Die Verbindungsgeschwindigkeit lasse ich mal an. Akkuanzeige. Das mag ich lieber, wenn die Prozentzahl außerhalb vom Akku steht, weil dann sieht man das besser. Ja. Wenn es im Akku steht, ist es ein bisschen wenig. Also ein bisschen klein, dann sieht man das nicht so schnell. Oh Moment, ich muss den Akku wechseln. Ne, der ist ja auch schon wieder leer.